Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Phidosobeast Unleashed. Ja, in der heutigen Folge werden wir uns ein bisschen schon mal um die Tesseracts kümmern, beziehungsweise um die Maschinen dafür. Aber erstmal zurückgeblickt auf die letzte Folge. Wir hatten das Problem, wir konnten keine Force-Sticks herstellen. Das liegt momentan an der Version von Unleashed 1.1.3. Denn Dartcraft und Tinker's Construct vertragen sich da nicht so gut, denn da scheint irgendwie ein Problem mit den Force-Locks zu sein, die scheinbar als normale Locks anerkannt werden, und dann können daraus natürlich auch diese komischen Barrikaden gebaut werden. Und ich habe ganz einfach mir Dartcraft in der Version 1.2 heruntergeladen, in der man aus Force-Planks die Force-Sticks bauen kann, und dadurch können wir uns jetzt ja, ganz einfach eine neue Force-Spitzhacke machen. Das mache ich jetzt auch mal ganz kurz. Die wir uns dann natürlich auch gleich verzaubern. Und zwar mit etwas Geschwindigkeit. Ich glaube, 3 sollten reichen. Und da wir noch eine 4. Verzauberung drauf machen können, werde ich ganz einfach einen Flint nehmen. Ja, ist immer ganz gut. Wunderbar. Gehen wir einmal ganz kurz hier hoch. Und das müssten wir noch gleich in Zucker umwandeln. So, wunderbar. Die kurz reingeworfen, der reingeworfen. Einmal auf Go gedrückt. Wir können hier noch die Force Shards reintun. Wunderbar, wunderbar. Und dann werden wir ganz kurz unten im Keller schon mal die nächsten Oreberry Bushes einbauen. Oder einpflanzen. Oder wie man es auch nennen möchte. Dafür brauchen wir ein paar weitere Slabs, die ich mir mal so eben ganz kurz auf die Schnelle hier mache. So, und zwar machen wir mal hier ganz kurz daraus 64 Stück. Wunderbar. Und daraus machen wir uns nochmal dann 60 Stück. Das soll erstmal reichen. Die können hier mal raus. Die können hier mal raus. Die brauchen wir jetzt alles so nicht wirklich gerade. Force Nuggets brauche ich auch gerade nicht. Charcoal brauche ich hier nun auch nicht wirklich drin. Okay, dann kann das hier ein bisschen aussortiert werden. Force Nuggets hier rein, Force Ingot kann hier rein, dann die Redwood Sachen können hier rein, die 60 Slabs sollten, denke ich, reichen. Die Oreberries tue ich hier mal mit dazu. Okay, also ein bisschen umtauschen gerade hier der Sachen. Das Glas darf ruhig hier mit rein. Dann holen wir ganz kurz unsere Spitzhacke, damit wir damit ein bisschen arbeiten können natürlich wieder. So, wunderbar, dann geht's auf nach unten. Und zwar habe ich hier ein bisschen was vor. Ach, jetzt weiß ich, dass ich vergessen habe. Ich wollte ein paar Redstone-Fackeln mir bauen. Denn, ja, mir wurde erzählt, dass das Licht einer Redstone-Fackel den Raum gerade so erhält, dass man darin relativ gut sehen kann, noch in einem Let's Play. Also, jedenfalls besser, als wenn es dunkel wäre. Und dass trotzdem die Büsche noch wachsen, und das ist jetzt eine Sache, die ich gerne ausprobieren möchte. So, und zwar werden wir jetzt hier einfach Redstone-Fackeln hinbauen. Und ihr habt dann sozusagen immer eine relativ, ja, bescheidene Helligkeit hier im Let's Play. Und ja, ihr könnt einfach mal schreiben, ist, ob es jetzt hell genug schon ist, oder ob wir vielleicht noch ein paar mehr Fackeln hier hinsetzen müssen. Andersrum möchte ich jetzt natürlich auch ausprobieren, ob die ja, Büsche jetzt hier weiterhin wachsen oder ob es zu hell auch ist. Werden wir, glaube ich, an diesen hier am besten sehen. So, aber hier natürlich erstmal weiter im Text. Hier müssen wir natürlich erstmal ein paar Planks setzen. So, und dann müsste die Reihe im Prinzip hier weitergehen. Ah, nein, das ist schon zu weit. Jetzt kriegen wir wieder ein paar pinke. Denn die müssen hier hingesetzt werden. Hier kommt ja noch eine Reihe. Und ja, da hat man es gerade gut gesehen. Hier die Fackel, das Licht. Also dieser Busch ist trotzdem gewachsen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt, wenn es noch dunkler ist, dass sie schneller wachsen. Oder ob das relativ unter... Was war das denn? Unwahrscheinlich ist. Oder was heißt unwahrscheinlich? Ob es uninteressant ist, ob das jetzt heller oder dunkler ist. Also dass die Geschwindigkeit davon nichts ausmacht. Gut. Wir wollen ein paar neue Büsche pflanzen. Die Kuh hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Wahnsinn. Ich dachte, der Soundmuffler würde die wirklich leise machen. Aber scheinbar verringert es einfach nur die Sounds.
Tin Aubrey. So, die werden wir als nächstes setzen, denn wir brauchen aktuell auch Zinn und warum einfach nicht ein paar Zinnbüsche hier aufpflanzen? C, wir haben 12 Stück. Wir machen erstmal 10 und dann werden wir sie da erstmal nach oben stapeln, bevor wir dann die zweite Reihe nach hinten machen. So, geht erstmal wieder nach oben. Soll auch erstmal reichen hier mit den ganzen Büschen, wenn. Huch, ein dicker Leck. Noch, es geht aber weiter. Wunderbar. Noch ein bisschen was aussortiert und dann gehen wir erstmal nach draußen. Da können wir nämlich, denke ich mal. Warum habe ich gerade hier so einen Frame-Einsturz? Ich weiß es nicht. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Okay. Nach draußen, denn da möchte ich ja noch was für euch zeigen und wir werden die Bäume noch ein bisschen umsetzen und wieder verändern. So, dafür nehmen wir unsere Portal Gun natürlich wieder mit. Jetzt scheint sich alles wieder beruhigt zu haben. Keine Ahnung, was da los war. Und zwar, wir brauchen, jetzt weiß ich, was wir brauchen, eine Force Miss, damit wir die Blätter wieder schneller kaputt bekommen. 3 Leder haben wir noch. Hier haben wir noch auf jeden Fall einen Force Ingot, den brauchen wir auch. So, einmal kurz Leder, dann etwas Eisen, Force Ingot und etwas Cobblestone. Wunderbar, da haben wir doch alles parat. Schnell zu den einzelnen Blättern hier weggemacht. So, und dann kann ich euch gleich was erzählen, denn ich habe ja in der letzten Folge gefragt von wegen, wie wir das Ganze hier mit den Industrial Craft Solar Panels handhaben wollen. So, alle Dinge aufgesammelt. Wie wir das Ganze hier bauen wollen, dass wir, die vernünftig die Energie transformieren, beziehungsweise wo wir da ein Gebäude hinbauen sollen. Und es kamen zwei, wo ich sagen muss, sehr schöne Ideen dabei herum. Und ich kann mich einfach nicht entscheiden, welche der beiden Ideen ich sozusagen nehmen soll, beziehungsweise bevorzugen soll. Und ich habe mir einfach gedacht, ich lasse euch dann gleich entscheiden, wenn ich das Ganze hier dann mal kurz umgeändert habe. Ich glaube, das war jetzt so rum, ne? Ja, wunderbar. Jetzt brauchen wir noch, da haben wir noch einen. Ja, falsch. Den hätte ich ganz gerne. Wunderbar. Oh, da haben wir fast die erste Ebene geschafft. Hier fehlen noch 2. Mal gucken, kriegen wir noch irgendwie irgendwoher einen, den wir da hinsetzen können. Na, hier scheint nicht der Fall zu sein. Da scheint es auch nicht der Fall zu sein. Gut, das heißt, die restlichen holze ich jetzt einfach mal schnell ab. So. Und den da auch. Und natürlich die hier noch kurz weg. Dann pflanzen wir natürlich auch die Saplinge kurz neu. Mal schauen, wie viel wir bekommen haben. Oh, 12 Stück. Das ist eine ganze Menge. Da können wir auf jeden Fall hier schon mal ein paar pflanzen. Dann hierhin weiter werden wir welche pflanzen. Dort noch einen. Und ja, hier noch so. Wunderbar. Und zwar, die erste Idee war von Heiß Marco. Und zwar, wir wollen das ganze Ding ja hier noch ein bisschen höher bauen. Und dann würden wir hier sozusagen ein kleines Dach aus Solarpanels bauen. Das heißt klein, es kann 5x5 sein. Das heißt also 25 Solarpanels könnten hier reinpassen. Was schon eine ganze Menge ist, besonders wenn wir die auch noch upgraden. Und darin auch gleich die Umwandlung in Amiod und in die Tesseracts. Und dann könnten wir es ja überall auf der Welt sozusagen uns die Energie rausholen. Was ich ziemlich cool finde. Aber es wird natürlich ziemlich eng hier, aber wir können es relativ schnell realisieren, wenn wir noch, natürlich noch genügend von den Baumstämmen bekommen. Und das sollte eigentlich jetzt kein Problem mehr sein. Ich werde mal ganz kurz hier schon mal etwas Rubber wieder besorgen. Wenn wir gerade schon mal sind und wir haben ja jetzt ja eine schöne Tree Tab, die uns das ermöglicht. So, warum nicht? Die zweite Idee war von Redstone Freak 2000 und zwar hier oben in das Blattwerk unseres Baumes sozusagen die ganze Solarfabrik sozusagen zu bauen, was ich auch ziemlich cool finde und wir hätten da oben eine ganze Menge Platz, also da könnten wir ja eine ziemlich große Anlage hinbauen, auch vielleicht verschiedene Tesseracts, die Energie an verschiedene Frequenzen verschicken kann. Wie zum Beispiel dann hier später unser Applied Energistic System.
unsere normalen Maschinen, vielleicht die Query, also das wäre eventuell auch noch eine Lösung. Und ja, ihr könnt jetzt abstimmen, was ihr besser findet, was wir machen sollen. Oh, noch zwei Redstone Torches, die könnte ich vielleicht nach unten hinbauen. Aber das machen wir nicht heute mehr. Und ja, dann werde ich mal gucken, was euch denn lieber ist und was wir dann eventuell dann bauen werden. Oh, da haben wir schon mal Eimer, die können wir gleich gebrauchen. Denn wir machen uns jetzt auf den Weg und bauen ein paar Maschinen. Hier hätten wir zum Beispiel eine, die wir schon brauchen, nämlich den Liquid Transposer. Dann haben wir noch den Magma Crucible und den Induction Smelter. Ja, die drei Maschinen brauchen wir, um das Ganze mit den Tesseracts zu realisieren. Auch nachher um die Liquiducts später mal, beziehungsweise auch die Redstone Energy Conduits zu bauen. Aber fangen wir einfach an und bauen diese drei Maschinen erstmal. Also den Liquid Transposer. Dafür brauchen wir etwas Glas, etwas Copper, eine Redstone Reception Coil und einen Eimer, was eigentlich ziemlich einfach ist, muss ich sagen. Etwas Glas. Haben wir noch ein bisschen Glas hier? Wunderbar. Machen wir das Ganze doch. Wir brauchen aber erstmal so einen. So, davon brauchen wir übrigens drei Stück. Oh, was fehlt denn hier? Hier fehlt Eisen. Okay, dann schauen wir mal. Wie viel Eisen haben wir noch hier zufällig? Hier haben wir gar kein Eisen mehr. Okay, das heißt also, wir gehen mal ganz kurz bei der Quarry vorbei. Würde ich sagen, waren wir ja auch lange nicht mehr. Mal sehen, was die so geliefert hat während der Zeit. Ja, doch. Oh, koppermäßig hat die aber eine sehr schöne Ader gefunden. Aluminium, Flint, ja, nehmen wir die Shards noch mit, das noch mit. Den Rest lasse ich jetzt erstmal ganz kurz hier drin. Da müssen wir dann mal eine extra Folge machen, wo wir das Ganze, den ganzen Junk dann da mal aussortieren. So, und dann werde ich mir mal ein bisschen Eisen wieder machen. Kupfer können wir auch ruhig machen. Und auch Aluminium. So, den Rest bringe ich gleich nach unten. Hier können wir natürlich dann mal wieder ein bisschen Energie drauf geben. Auf das Ganze. Und dann sortieren wir hier nochmal ganz kurz den Rest ein. Die Shards, Uran. Und hier kommt noch ein bisschen Clay, Flint. Halt, da haben wir noch Uran. Wunderbar, das sieht doch schon sehr gut aus, soweit. Denn wir brauchen etwas Eisen und das wird ja jetzt gerade oben hergestellt. Also nehmen wir einfach hier mal 7 Eisen wieder mit. Und bauen uns dann noch eine dritte Frame, die werden wir eh brauchen. Genauso gut wie wir 3 Redstone Reception Coils brauchen. 1, 2, 3 und genauso gut wie wir 6 Copper brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das sind sowieso schon die Standard-Ingredienzien hier von den Ingredienzien, wollte ich fast sagen, von den schönen Maschinen. Und hups, da wollten wir hin mit E. Liquid Transposer. Also, wir brauchen etwas Glas. Also das hier ist meist immer gleich, also diese hier, diese Formation. Hier ist meist was anderes und an den Positionen. Von da aus kann man sich diese Rezepte relativ gut merken. Es ist eigentlich nur sehr selten, dass hier unten eine andere Reception Coil mal kommt oder dass hier unten was anderes ist. Ansonsten ist es eigentlich immer gleich. Dann den Eimer und etwas Glas. Ja, jetzt fängt es schon an. Wir haben ein einziges Glas zu wenig, was ein bisschen ja, blöd ist. Nehmen wir uns mal ganz kurz 8 Sand. Warum ich jetzt 9 Sand? Ich habe doch 8 nur mitgenommen. Komischer Leck, aber egal. Wir haben 8 Sand und ein Glas davon brauche ich bloß. Der Rest kann ruhig weiter schmelzen, damit wir einfach, ja, die Kohle jetzt nicht verschwenden. Liquid Transposer, Maschine Nummer 1, die wir brauchen. Maschine Nummer 2, die wir brauchen, ist der Magma, Magma Crucible. Den haben wir hier. Der braucht dieselbe Formation, auch hier oben ein Eimer und ein paar Nether Bricks. Die haben wir hoffentlich doch aus dem Nether mitgebracht. Ja, wunderbar, davon brauche ich 2 Stück. Dann ändern wir einfach diese beiden hier durch und nehmen uns einfach den Magma Crucible. Sehr einfach, sehr einfach. Was wir jetzt noch brauchen ist der Induction Smelter. Den brauchen wir für harten Glas. Und wir müssen das Ganze jetzt einfach nur noch mit Ingwer-Ingots austauschen.
Und wenn ich mich nicht ganz täusche, bräuchten wir dafür etwas pulverisiertes Eisen. Wunderbar. Das stoppen wir mal gleich hier. Wobei, na, ist auch egal. Wir brauchen nämlich Ferris. Ferris, Ferris, Ferris. Und zwar stoppen wir das mal ganz kurz hier und das stoppen wir auch mal. Wunderbar. Wir brauchen etwas. Ah, ist natürlich blöd. Das soll natürlich jetzt nicht runterfallen. Dann machen wir es einfach mal so. Wir brauchen etwas Ferris. Und zwar, wir brauchen. Machen wir mal zwei Eisen. Das heißt also, ich brauche bloß ein Ferris. Das sollte uns drei Barren geben. Wir brauchen ja nur. Huch, nein, das wollten wir nicht. Wir brauchen ja bloß einen einzigen. Also einmal umwandeln das Ganze. So, das heißt also, den könnte ich wieder da reinlegen und den könnte ich wieder da reinlegen. Und dann könnten wir im Prinzip hier wieder Kupfer reintun. Da das Aluminium. Und dann könnten wir hier auch wieder ganz kurz so machen. Die beiden wieder an und das Ganze läuft hier wieder schön. Wunderbar. Dann einmal das Ganze umgewandelt in Inverblend. Und den werden wir ganz kurz hier einschmelzen, um uns hier zwei Barren daraus zu machen. Schön, das läuft doch eigentlich wie am Schnürchen hier schon. So, wunderbar. Und dann kann hier das Kupfer sozusagen wieder runterfließen. Macht's das auch? Ja, macht's. Wunderbar. Einen lasse ich hier, die zwei nehme ich mit. Dann gehe ich wieder nach unten. Und werde mir dann sozusagen den Induction Smelter besorgen. So, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen eine ganze Menge. Und zwar brauchen wir nämlich schon mal Diamanten, die wir nicht mehr haben. Und wir haben auch nicht mehr wirklich viel Gold und auch nicht mehr wirklich viel Eisen. Was schließen wir daraus? Wir müssen mal wieder richtig farmen gehen, denn unsere Quarry leistet leider nicht das an ja, Energie, was wir bräuchten im Prinzip. Deswegen, ja, sollten wir da mal schauen, dass wir nächste Mal vielleicht noch so eine kleine Mining-Tour machen. Um einfach hier unsere, ja, einzelnen Ores mal wieder ein bisschen hochzutreiben, wie zum Beispiel Eisen, Gold, ein paar Diamanten, etwas Zinn. Kupfer haben wir jetzt eine ganze Menge, davon brauchen wir nicht wirklich viel. Nehmen wir aber natürlich immer gerne mit. So, also, was brauchen wir? Wir wollen uns. Was wollen wir machen? Wir wollen Tesseracts bauen. Tesseracts. Die hier wollen wir. Und zwar die Energy Tesseracts. Auch mit 2S war es genau. Energy Tesseracts wollen wir herstellen. Und dafür brauchen wir erstmal ein Untuned Tesseract. Und dieser Untuned Tesseract wird sozusagen über den Liquid Transposer mit Molten Ender befüllt. Davon brauchen wir 1000 Millibuckets, was 4 Enderperlen entspricht. Und das ganze Ding wird mit hartem Glas und Zinn-Ingots gemacht. Und dieses harten Glas ist das, was wir heute uns schon mal herstellen werden. Denn das wird aus pulverisiertem Obsidian und ein bisschen Lead-Ingots am Induction Smelter gemacht. Wir wollen erstmal zwei Energy Tesseracts bauen. Und diese werden wir, dafür werden wir dann 4, 8 harten Glas benötigen. 8 harten Glas, beziehungsweise das Ganze müssen wir viermal machen, brauchen auch 8 pulverisiertes Obsidian. So, erste Schwierigkeit also. Pulverisiertes Obsidian bekommen und wir haben nicht genügend Jungle Wood. Und dann werden wir uns einfach ein bisschen Jungle Wood besorgen gehen. Diese Axt ist nicht mehr gerade wirklich fit. Das heißt also, wir machen uns mal schnell eben eine neue Axt. Lumberjack sollte eigentlich reichen. Speed brauchen wir nicht so wirklich auf der Axt dann haben. Ach, ich brauche erstmal ein paar Force Ingots. 3, so. Und dann eine Axt. Wunderbar. Zack. Und dann werden wir mal ganz kurz hier eben unsere Axt verzaubern mit Lumberjack drauf. Dann kriegen wir da die Bäume doch schnell gefällt. Und machen uns sozusagen aus dem Holz dann ein bisschen Obsidian. So, auf geht's nach unten. Ich hoffe, die Axt hält jetzt hier für. Oh, ist gerade dunkel, das ist nicht so toll. Einmal kurz hingelegt. Ich hoffe, die Axt hält.
Ansonsten sollte ich vielleicht, ich nehme mal die andere Axt hier auch noch mit. Wir haben ja trotzdem noch diese Axt hier auch. Aber der Baum sieht jetzt nicht allzu groß aus, als wenn wir es nicht schaffen könnten damit. Wow. Bis auf einen einzigen Klotz, oder wie schaut's aus? Nee, also die ist nicht ganz kaputt, aber er hat da oben einen einzigen Klotz vergessen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das heißt also, ich muss mich jetzt trotzdem hier nochmal nach oben arbeiten. Das ist natürlich dämlich jetzt. Also ich mag es nicht, wenn hier irgendwelche Blöcke hier vergessen werden. Also, komm. Na? Müssen wir doch nochmal zwei oder drei nach oben. So, das sollte reichen. Das Blattwerk wird gleich verschwinden. Dann nehmen wir einfach hier die Force Mist. Damit kommen wir relativ schnell nach unten. Oder ist die Axt schneller? Nee, die Force Mist ist besser. Schnell wieder nach unten. Das restliche Holz sammeln wir gleich auf, beziehungsweise die Saplings. Das fällt jetzt hier relativ langsam nach unten. Dann pflanzen wir da gleich wieder einen neuen Baum sozusagen an. Aber erstmal etwas Jungle Wood in Obsidian umgewandelt. Und zwar brauchen wir... Wir brauchen eigentlich noch eine ganze Menge. Das heißt also, ich nehme mal einen ganzen Stack. Also 32 Stück können wir hier umwandeln. Sollte erstmal für die nächste Zeit reichen. 8 davon müssen wir pulverisieren. So, damit gehe ich auch schon mal nach oben. Der hat gerade... Ach, der hat noch was zu tun. Okay, dann nehmen wir das hier mal ganz kurz raus. Und wir pulverisieren hier schon mal das Obsidian. Das andere werde ich dann gleich machen. Oh, das Schöne ist natürlich, dass wir durch den Pulverisierer auch etwas Gold bekommen, dadurch, dass wir Kupfer pulverisiert haben. Das ist schon mal sehr gut. Vielleicht brauchen wir dann... Ah doch, wir müssen nächstes Mal noch eine kleine Mining-Tour machen. So, ganz kurz eben jetzt geguckt, was ist jetzt hier mittlerweile runtergefallen. Ein paar Saplinge sind auf jeden Fall schon mal wieder runtergefallen. Wir haben 3 Stück, das ist noch nicht genügend. Wir brauchen noch einen weiteren Sapling. Ah, es dauert, bis es alles decayed da oben. Normalerweise sollte man doch eigentlich mehr Saplings bekommen, als das, was runterfällt. Ah, da kommt noch einer. Wunderbar, 4 Stück. Das reicht uns auch erstmal. Da kommt noch ein bisschen Holz gleich. Sammeln wir den Rest gleich einfach auf. Erstmal wieder rein. Und zwar, so, wir haben die 3 Maschinen. Wir wollen den Induction Smelter als nächstes benutzen. Warte mal, wir nehmen mal ganz kurz unsere schöne Wrench mit. Oh ne, die haben wir dabei. Wunderbar, wunderbar. Das ist ja dann nicht ganz so schlimm. Und zwar bauen wir hier oben den Mercerator aktuell kurz mal weg, oder? Ja, hier unten schmilzt ja eh noch was. Dann nehmen wir ganz kurz hier oben den Mercerator weg. Zack. Und den Induction Smelter setze ich dafür mal ganz kurz hier hin. Der hat keinen Ausgang mal nach unten. So, wunderbar. Dann setzen wir etwas pulverisiertes Obsidian hier hin. Und wir brauchen etwas Lead Ingot. 4 Stück, um genau zu sein. Die werden wir mal mit dazu packen. Und dann dürften wir daraus Harden Glas bekommen. Wie gesagt, davon brauchen wir 8 Stück. Oh, jetzt packt er die... Lol, er packt die in den Item-Hopper rein. Wie cool ist das denn? Und von den Hopper werden wir die gleich wahrscheinlich wieder hier reinbekommen. Oder auch nicht. Ah ne, es fließt ja nicht wieder zurück. Aber ziemlich lustig, dass er die in den Hopper packen kann. So, der kann ja jetzt erstmal das Gold umwandeln. Den werden wir jetzt mal ganz kurz wieder abbauen, weil wir den aktuell gerade nicht brauchen. Hier mal ganz kurz Strom aus. Und zwar kommt dann hier der Pulverisierer wieder hin. Wunderbar. Und... Oh nein, 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 nein. Das war Glut. Das war Glück. Gut, dass er kein Hardenglas kaputt machen kann. Und zwar Aluminiumohr kann der gar nicht vernichten. Ah, okay. Wunderbar. Gut zu wissen. Das können wir also wirklich nur für Tinkers Construct verwenden. Gut zu wissen, gut zu wissen. Wunderbar, dann macht das ja nichts aus, wenn das hiermit erstmal drin bleibt. Wir haben noch die Maschinen parat, die wir dann beim nächsten Mal weiterverwenden werden. Dann werde ich noch ein bisschen Ordnung hier ganz kurz schaffen. Die 2 Äxte, hier wird auch mal langsam ein bisschen knapp. Was wir mal ganz kurz machen können ist, haben wir noch so viel Eisen? Das wäre jetzt meine Frage mal.
Und zwar haben wir noch. Oh ja, wir haben noch ein klein bisschen Eisen. Dann würde ich sagen, bauen wir uns noch ein paar Kisten-Upgrades ganz kurz. Und zwar geht das hier relativ einfach. Eisen, etwas davon. Zwei Stück. Und zwar so und so. Und die werden wir jetzt mal ganz kurz hier unser Werkzeug wieder reinschmeißen. Das kann da rein, das kann da rein. So, Hardenglas packe ich mal hier mit dazu. Jungle Wood hier mit dazu. Die Maschinen werden wir beim nächsten Mal noch gebrauchen. Und das hier nochmal ganz kurz angeordnet. Ich hole mir noch ganz kurz das restliche Holz und die restlichen Saplings. Was hier vielleicht noch so hingefallen ist. Ja, das war's schon. Zwei extra Saplings haben wir noch bekommen. Das hier werde ich auch noch automatisieren. Da gibt es auch noch schön ein paar Maschinen für, die sich dann selber genügend Strom erzeugen, dass es alles automatisch hier läuft. Autsch. Oh, ja, der Baum ist schon wieder da. Wunderbar. Also fürs nächste Mal haben wir auf jeden Fall schon mal wieder Holz. So, und ich denke mal, das war's dann auch für die heutige Folge erstmal. Und ich hoffe, wir sehen uns. Huch, was war das? Beim nächsten Mal wieder. Bis dahin erst einmal. Ciao.